fahren jetzt schon seit einigen Jahren in der Opel Astra K-Klasse, sind da recht erfolgreich mit dem Fahrzeug unterwegs, haben mit dem Fahrzeug auch sehr viele Marketingaktivitäten gemacht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Astra OPC ist eigentlich einmalig, wenn man die Rundenzeiten betrachtet, die wir mit dem Auto fahren können. In der VLN reden wir hier von unter 39. Und wenn man das aufs Budget betrachtet, das ist schon eigentlich sehr einmalig mit so einem Fahrzeug. Kriegt man für das Geld eigentlich nicht die Rundenzeit normalerweise und die Performance. Es ist eigentlich alles stimmig. Das Auto ist vom Handling her wirklich prima. Für Anfänger geeignet, für Profis geeignet. Es ist ein schönes Tool, das Opel da gebaut hat. Auto ist für dieses Jahr vom Setup her, ich würde mal sagen, das beste Setup, das wir bisher hatten. Wir haben im Laufe der Jahre gelernt und das hat das Team auch super gut umgesetzt. Das war, ist eigentlich so ein wahnsinnig tolles Erlebnis von meiner Seite, in einem Auto zu sitzen, das wirklich jetzt so schon stimmig geworden ist. Da sind ja auch einige Leute dabei, die wirklich vom Fach sind und die dann auch entsprechend bei dem letzten Aufbau des Fahrzeugs die ein oder anderen neuen Ideen haben einfließen lassen. Und da muss man sagen, das ist super gut gelungen. Ja, wir haben, wie man auch im Hintergrund sieht, den einen oder anderen interessanten Sponsor und das liegt eigentlich an unserer Konzeption. Wir machen sehr viel im Bereich Marketing und Networking, das heißt wir entwickeln Events, bei denen die Sponsoren untereinander sich konnektieren, B2B, B2C, je nachdem, das wird individuell angepasst, individuell erarbeitet und entsprechend marketingtechnisch auch ausgeschlachtet, das heißt mit der entsprechenden PR. Wir haben eine Weltpremiere gemacht vor 2 Jahren und haben den Astra OPC unter eine Gondel gehangen im Schnalztal und auf einen Gletscher hoch transportiert. Das ist eine einmalige Aktion gewesen, ging seinerzeit wirklich weltweit auch durch die Presse. Wir sind Netzwerkanbieter, das heißt wir vernetzen Standorte weltweit als Virtual Network Operator. Wir haben eine Taxifahrt mitgemacht mit BS Racing und haben dann so viel Spaß dran gefunden, dass wir gesagt haben, okay, diese Saison sind wir dabei. Und das haben wir dann auch gleich wahrgenommen. Wir als Unternehmen sind auch noch in der Größe bis 25 Mitarbeitern und das BS Racing Team, das passt zu uns von der Größe. Wir haben eine direkte Ansprache, die Jungs sind cool. Leidenschaftlich wie wir auch. Das hat man nach dem ersten Crash gesehen, wo das Auto neu aufgebaut wurde. Das sind schon Dinge, die sehr gut zu uns passen. Im Rahmen dessen bieten wir den Sponsoren einfach an, dass sie sich untereinander auf Basis unserer Events verbinden können, synergetische Effekte generieren können. Und die Dinge wie das 24-Stunden-Rennen, das sind einfach nur das Pünktchen auf dem I. Dass wir hier einfach noch die Werbung bieten, die entsprechende Kulisse haben wir hier einfach mit den 250.000 Zuschauern. Wir fahren halt außerhalb der VLN und dem 24-Stunden-Rennen auch noch mit einem Porsche 997 GT3 in verschiedenen Rennserien europaweit. Dazu kommt jetzt seit diesem Jahr der Audi R8 GTBS, den wir auch in Einsatz bringen und der auch für 24-Stunden-Rennen 2018 in der Planung ist. Und darüber hinaus, weil wir halt die Förderung betreiben vom Einsteiger bis zum, ja, ich möchte nicht sagen Profi, aber bis zum sehr routinierten Fahrer, haben wir halt auch entsprechende Einsteigerfahrzeuge, mit der man in der RCN eine Einsteigerserie fahren kann, wo die Fahrer sukzessive aufgebaut wurden und werden, wie eben der Ralf Lammering beispielsweise, der einfach bei uns das Fahren gelernt hat und bis zum Klassensieg 24-Stunden-Rennen hochgepusht wurde.